Die Volksbühne Mettenheim benötigte für ihre Inszenierung des Stücks Die Kurpfuscherin so viele Schauspieler, dass sogar der Techniker einspringen musste. Die Zuschauer wurden für ihre Ausdauer mit einer sehenswerten Theatervorstellung belohnt. Sie wissen ja, Mühldorf TV schauen ist gerade so, als wären Sie selbst dabei gewesen. Im wunderschönen Saal im Kulturhof brachte die Volksbühne Mettenheim ihre neue Inszenierung zur Aufführung. Die Kurpfuscherin, ein Stück, in dem Hans Fitz die Geschichte der Amalie Hohenester verarbeitet hat, die Mitte des 19. Jahrhunderts im Raum München für Aufsehen sorgte. Als wir am Sonntagnachmittag aufzeichneten, war der Saal fast bis auf den letzten Platz besetzt. Die Hofdame Bernhardine von Reitzenberg leidet unter etwas, was man heute als Wohlstandskrankheit sehen würde. Kein Arzt kann ihr helfen. Und sie hat schon wirklich viele konsultiert. Da liest sie in der Zeitung von Amalie Hohenester, die in Deisenhofen Leuten hilft, indem sie sie befragt und ihren Urin untersucht. Die Antiquitätenhändlerin Durschädel erkennt aus dem Zeitungsbericht ihre ehemalige Bedienstete und wundert sich, dass diese Person bei ihrer Vorgeschichte so viel Ansehen genießt. Baronin Reitzenbergs Arzt Dr. Martin, der sie für ganz gesund hält, rät ihr, Amalie Hohenester zu konsultieren. Es wird schon nicht schaden. In Amalie Hohenesters Küche, die gleichzeitig ihre Praxis ist, warten viele Patienten auf Hilfe. Dem einen kann sie helfen, anderen nicht mehr. Ich hab dir doch gesagt, du sollst einen Doktor nehmen. Das hab ich ja gemacht. Einen Doktor Hauner hab ich geholt. Ja und, was hat er gesagt? Unheilbar ist sie, eine Frau hat er gesagt, ganz inkurabel. Das hab dir ich doch auch gesagt. Das sagt sie auch klar und deutlich, auch wenn es die Patienten oft nicht hören wollen. Sie hat für jeden Hilfe, auch wenn es nur ein Mittel gegen Schmerzen ist. Ihren Rat gibt's kostenlos, die Medizin lässt sie sich aber bezahlen. Ich geb dir noch was mit. Für Baronin von Reitzenberg hat sie eine klare Diagnose. Ich habe keinen Appetit, leider an Schlaflosigkeit, Herzbeschwerden, Atemnot, Kopfschmerzen. Ja. Das glaube ich schon. Du frisst halt zu viel. Hast du eine Flasche dabei? Und dass du leben musst. Sie hat eine einfache, aber anstrengende Kur für sie. Tägliche Spaziergänge, die Umstellung der Ernährung, den Verzicht auf Bier, Wein und Kaffee und einen Tee, den sie jeden Tag trinken soll. Steht es denn so schlimm um mich? Na ja, na ja noch. Und dann bist du hier. Das ist ja entsetzlich. Und an dies musst du allerlei Dinge. Und weil sie Hofdame ist, kostet der Tee ordentlich. Wiederkommen. Auch der nächste Patient zahlt gutes Geld für seine Medizin. Schließlich muss sie Geld sammeln, um das Kurbad Mariabrunn bei Dachau kaufen zu können. Dazu braucht sie 28.000 Gulden. Ihr Geschäft floriert auch durch Frauen wie die Mittelbergerin, die in München Fläschchen einsammeln, zu ihr bringen und später die Medizin zurückbringen zu den Patienten. Sie bringt aber auch allerhand Nachrichten mit, die Amalie Hohenester wieder helfen. Etwa die Krankengeschichte des Mannes der Antiquitätenhändlerin Durschädel. Die kommt dann gleich darauf herein und erkennt sofort ihr ehemaliges Dienstmädchen. Mali! Also doch! Was wollen Sie? Malinonenmacher. Leid geht's nochmal schnell hinaus. Fieberhoder. Seit 5 Wochen. Schmerzen im Rücken und kein Appetit, oder? Ja, stimmt. Genau. Sie macht ihr Vorwürfe und will wissen, woher sie ihr Wissen hat. Amalie Hohenester wehrt sich und überzeugt die Patienten mit dem Wissen über ihren kranken Mann. Meine Frau Hohenester, entschuldigen Sie vielmals. Das alles beobachtet Gerichtsarzt Dr. Martin. Den hat Amalie Hohenester auch beobachtet und erkannt. Sie bleiben bitte schön. Aber was bin ich denn schuldig? Medizin macht 3 Gulden und 50 Kreuzer. Er hatte sie schon früher versucht, aufs Glatteis zu führen.
Dr. Martin ist der Kurpfuscherin wohlgesonnen und möchte gern von ihr lernen. Ich würde gern von Ihnen lernen. Lernen? Das, was ich mache, das kann man nicht lernen. Das lehnt sie aber nach reiflicher Überlegung ab. Gängen Sie bitte jetzt. Schön. Die Erfolge der Doktorbäuerin haben die Obrigkeit auf sie aufmerksam gemacht, die sie beobachten lassen. Prost. Prost. Das passt aber den Örtlichen gar nicht. Und so bleibt es bei der Kontrolle bei ein paar Glaserl Schnaps und einer Flasche geschenkt. Oh, das ist schon was anderes. Dankeschön. Im Bezirksamt trifft Frau Mittelberger den Schreiber Wenglein, der ihr immer wieder Fläschchen für die Doktorbäuerin mitgibt. Er erzählt ihr, was da im Amt gerade vorgeht und wie die Obrigkeit versucht, der Kurpfuscherin das Handwerk zu legen. Dabei stehen sie beide hinter Amalie Hohenester, die so vielen Leuten hilft, was Dr. Hirl in Deisenhofen wirklich nicht kann. Und überhaupt, der Dr. Hirl, der darf ja Kanzler sein. Ein praktischer Arzt würde sein, gell? Ein unpraktischer Tuscher ist er. Start, komm, gingen Sie jetzt. Oberregierungsrat Graf Rambaldi persönlich erscheint im Bezirksamt, um Assessor Dr. Mais zu beauftragen, die Kurpfuscherin zu vernehmen. Der fühlt sich geehrt, den Staat vertreten zu dürfen und Gesetze durchsetzen zu können. Ihre Sinnhaftigkeit und der Volkswille interessieren ihn nicht. Sogar Bezirksamtsmann Ritter von Grundner ist gegen diese Aktion, die sicher zum Gegenteil führen wird, zur Steigerung der Beliebtheit der Doktorbäuerin. Es ist also äußerst geschicktes Vorgehen nötig. Assessor Dr. Mais versucht, seinem Heidelberger Burschenschaftsbruder zu helfen, dem Deisenhofener Arzt Dr. Hill. Nicht nur, dass dem die Patienten wegbleiben, sie greifen ihn auch an, weil er kaum Heilungserfolge vorweisen kann. Ritter von Grundner sieht das klar und will, dass sich Dr. Hill als ein guter Arzt erweist, als bei den Behörden Hilfe zu suchen. Man könnte wirklich glauben, unsere hohen Stollen haben nichts zum tun, weil sie mal so ein Mist, so ein Geschiss machen. Jedenfalls hat Wenglein Tropfen, die Dr. Mais bestens gegen seine Magenbeschwerden helfen. Beruhigen Sie sich, Herr Doktor. Diesen Unfug werden wir bald abstellen. Sehr bald sogar. Um nicht zu sagen, schon morgen. Und ich habe den Auftrag dazu erhalten. Die lächerliche Bestrafung durch das Landgericht hat eine gegenteilige Wirkung gehabt. Wenn die Behörden nicht energisch durchgreifen, ist meine Praxis erledigt. Dr. Maisgattin Charlotte versuchte, den Assessor von Maßnahmen gegen die Doktorbäuerin abzuhalten. Das tust du hoffentlich nicht. Natürlich tue ich das. Bist du wahnsinnig? Du zerstörst dir deine ganze Karriere. Scheint an, wenn die Namen wollt wissen. Was ist denn da draußen los? Ha? Ah, Ruhe! Gerade als Charlotte, Bernhardine von Reizenberg und der städtische Beamte Illing bei Amalie Hohenester sind, kommt der Assessor zur Vernehmung. Amalie kooperiert nicht, wehrt sich gegen die Vernehmung. Ich lass mich nicht vernehmen. Lieber, heim meinen ganzen Lohnraum. Was soll denn das heißen? Da kann ja jeder kommen. Die Patientinnen stehen ihr bei. Jawohl, es ist unerhört. Das wird ein Nachspiel haben. Nein, ich lass mich nicht vernehmen. Wie eine Verbrecherin. Lieber Premium. Gottes Willen. Was machst du denn, Doktor Bäuerin? Die Sache ist ja halb so schlimm. Sogar der Gendarme Schmidt führt die Aktion so, dass der Doktorbäuerin kein Schaden geschieht. Die beschlagnahmten Medikamente verschwinden auf mysteriöse Weise. Das ist alles beschlagnahmt, Wenglein, so helfen Sie mir doch! Assessor Dr. Mais entdeckt seine Frau Charlotte und macht ihr Vorwürfe. Sie ist ihm in den Rücken gefallen. Gerichtsarzt Dr. Martin redet Amalie Hohenester ins Gewissen. Sie kann und weiß zwar viel, aber eben nicht alles. Er rät ihr, bei dem zu bleiben, was sie sicher weiß und ihre Grenzen nicht zu überschreiten. Amalie Hohenester hat das nämlich missachtet, als sie ihrer ehemaligen Dienstherrin Durschädel imponieren wollte und deren Mann darüber fast gestorben wäre. Das kann ihr eine Anklage wegen fahrlässiger Tötung einbringen. Er meint es ihr wirklich gut. Der Fall Durschädel kann Ihnen den Hals kosten. Wenn diese Geschichte schlecht ausgeht, dann ist das fahrlässige Tötung. Herr Doktor, Sie werden mich doch nicht ins Gefängnis bringen. Ich nicht. Ich bin immer noch der Meinung, dass Sie vielen Menschen Gutes tun können. Wenn Sie in Ihren Grenzen bleiben, ja, ich weiß, wie schwer das ist. Viele geniale Menschen sind daran gescheitert. Also, lernen Sie aus diesem Fall. Und versuchen Sie Gott nicht.
Illing und Bernhardine von Reizenberg schmieden Pläne, wie sie Madame Hohenester helfen können, die tatsächlich verhaftet und ins Gefängnis gesperrt wurde. Von Reizenberg will nichts mehr von ihrem Freund Graf Rampali wissen, weil der der Doktorbäuerin so geschadet hat. Erst als er hört, dass sie auch seine Gicht heilen könnte, besinnt er sich. Da bringt Luise die Nachricht vom Tod von Frau Durschädels Gatten. Dass der Herr Gemahl heute Morgen verstorben ist. Jetzt ist Eile geboten. Illing reicht Nichtigkeitsbeschwerde gegen Hohenesters Inhaftierung ein. Bevor der Fall bekannt wird. Charlotte bedauert längst, einen Beamten geheiratet zu haben. Schließlich hat sich ihr Mann mit seiner blinden Wut gegen Amalie Hohenester in der ganzen Stadt lächerlich gemacht. Es tut mir sehr leid, aber ich lasse mich scheiden. Charlotte! Als Dr. Martin die Nachricht von Hohenesters Freilassung bringt, zweifelt Dr. Mais an den Paragraphen und am Staat. Aber der Paragraph 112 hat sich in der Zwischenzeit auch nicht geändert. Nach dem gibt es höchstens ein paar sanfte Geldstrafen oder ein paar Tage Haft. Allerdings hat Bezirksamtsmann von Grundner Informationen über Amalie Hohenesters das Vorleben eingeholt und will ihr damit das Handwerk legen. Diese Schwarte wird im nächsten Prozess der Deus Ex Machina sein, der den Fangschuss gibt. Wenn der mal nicht nach hinten losgeht, der Schuss. Gerade da kommt Graf Rampali und verlangt die Einstellung aller Aktionen gegen die Kurpfuscherin. Dadurch sieht sich Bezirksamtsmann von Grundner aber in seiner Beamtenehre angegriffen und geht nicht darauf ein. Es ist nicht zum Glauben. Wenn sie ein bisschen ein Rückgrat sagen sollen, dann fallen sie um wie die Zwetschgenmandel, weil er der Schuss hat um seinen Posten. Da kommt Dr. Hehl herein, den die enttäuschten Patienten arg zugerichtet haben. Herr Bezirksamtmann, bitte helfen Sie mir. Ich bin meines Lebens nicht mehr sicher. Er macht Dr. Martin Vorwürfe, weil der die Kurpfuscherin so unterstützt. Und das haben Sie, ausgerechnet Sie? Sie sind doch immer für diese Pfuscherin eingetreten. Herr Kollege, es tut mir aufrichtig leid. Eigentlich müssen Sie in meiner Lage sein. Denn Sie müssten am eigenen Leib spüren, wozu Ihre falsche Toleranz führt. Sie tun Ihren Kollegen Unrecht. Er will nicht einsehen, dass zum Arztberuf auch das Vertrauen der Patienten gehört. Da folgt Amalie Hohenester einer Vorladung und bringt Illing mit. Sie, Herr Illing, können auf dem Gang warten. Bezirksamtsmann von Grundner verlangt von ihr, eine Erklärung zu unterschreiben, mit der sie auf die Fortsetzung ihrer Tätigkeit verzichtet. Verfügung. In Erwägung, dass die ärztliche Pfuscherei der Amalie Hohenester bereits öffentliches Ärgernis erregt und Leben und Gesundheit der Hilfesuchenden gefährdet werden können. Was? Das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge. Ja, dann gerne. Die unterschreibt tatsächlich. Was lachen Sie jetzt da also? Diese Verfügung zieht einen Schlussstrich unter Ihre Pfuschereien. Ja, in Ihrem Bezirksamt schon. Sie unterschreibt und macht sich doch über die Beamten lustig. Die Erklärung gilt nämlich nur für das Bezirksamt Deisenhofen und nicht für Maria Brunn, das sie inzwischen gekauft hat. Und dort hat sie schon ihre Kontakte. Gerade da kommt Frau Durschädel mit einem Gendarm und lässt Amalie Hohenester verhaften. Sie wirft ihr vor, ihren Mann umgebracht zu haben. Was? Wie? Verhaften? Ja, wollte ich. Tatsächlich wird sie abgeführt. Letzten Endes sind wir alle Kurpfuscher. Da braucht Dr. Mais wieder Magentropfen vom Schreiber Wenglein. Jetzt haben sie wieder Schmerzen. Die sind nämlich die einzige Medizin, die helfen. Ja, ja, die sind ja von ihr. Als der große Applaus abebbte, erklärte Gertraud Schwarze, Amalie Hohenester hat später in Maria Brunn weiter Menschen geholfen. Dazu hat sie bis zu ihrem Tod 1878 bis zu 80 Mitarbeiter beschäftigt und alle weiter versorgt, die im Alter nicht mehr arbeiten konnten. Die Volksbühne Mettenheim hat mit der Kurpfuscherin ein anspruchsvolles Stück aufgeführt, das in seiner ziemlich deutlichen Kritik am Beamtentum auch in die heutige Zeit passen kann.
Nicht nur, dass sie mehr Rollen zu besetzen hatten, als das Ensemble Mitglieder hat, hat Regisseurin Kerstin Angerer die Theaterbesucher mit großem Aufwand ins 19. Jahrhundert zurückversetzt. Da stimmte jedes Detail. Angefangen vom Kaffeeservice bei Bernhardine von Reizenberg, über die nüchterne Atmosphäre der Amtsstube bis hin zu den aufwendigen Kostümen, die sogar bei den Kindern stimmten, passte alles an dieser Inszenierung. Sogar für Unterhaltung während der Umbaupausen hatten sie gesorgt. Es war ein besonderes Theatervergnügen, diese Kurpfuscherin der Volksbühne Mettenheim.